Willkommen zu einem weiteren Mini-Projekt auf unserem Kanal. Wir spielen heute das Spiel Hedge Wars, ein Worms-Klon, auch wenn ich das Wort nicht mag. Wir sind absolut nicht vorbereitet und Zellos mit seinen Boys spielt gegen Rico's Crew und Team Erdbeere von mir. Und wie steuert man das Ding nochmal? Wie bewege ich? Mit Pfeiltasten. Ah ja, okay. Wie gesagt, wir sind alle sehr unvorbereitet. Kurosaki Ishigo, wer ist das? Leertaste? Ich glaube auch Leertaste. Keine Waffe ausgewählt, sagt er. Rechte Maustaste ist Waffe auswählen. Wir haben die Zeit absichtlich hochgestellt, weil wir das Spiel noch nie gespielt haben. Ich habe es mal vor 10 Jahren gespielt. Es sieht aber schon sehr nach Worms aus. Ne? Ja, es ist halt Worms, ne? 1:1 quasi. Okay, ich hoffe, die Lautstärke passt. Ansonsten eine kurze Rückmeldung geben. Okay. Ich mache jetzt einfach mal auf gut Glück. Sorry. Wie kann man schießen? Mit Linksklick oder was? Mit Leertaste, glaube ich, gedrückt halten. Mit Rechtsklick musst du schon mal Masse auswählen, ja. Und dann, glaube ich, mit Leertaste schießen. Ja. Man muss das ein bisschen halten übrigens. Ja. Das stimmt. Ja, gut, dass ich's versucht. Ja, wie in Worms halt, ne? So, jetzt ist Team Erdbeere dran. Zellos Boys. Wie, du hast dich selbst inserted da. Hallo? Natürlich. Gerade war mein prestigeträchtiger Hans. Das Problem ist, Zellos, eigentlich würde ich jetzt lieber Rikus angreifen, weil du schon Schaden genommen hast. Aber. Ich weiß, ihr hasst mich, mach doch. Wir hassen dich halt. Ja, du musst, kannst du jetzt. Ist ja jetzt schwieriger. Was ist das? Dynamit? Alter, jumpt. War das ein Doppelsprung? Ja. Wie springt man da bitte schön? Mit der Rücktaste habe ich gerade rausgefunden. Achso. Mit der Rücktaste. War gut, dass ich nichts umgestellt habe. Ah ja, okay. Baby, das wird so nix. Nee, das springt mir nur mal in den Arsch. Das gefällt mir nicht. Nein! Hör auf, in meinen Arsch zu springen! Wenigstens hat er ein bisschen Schaden bekommen. Ja, wir sind alle scheiße in dem Spiel. Das ist wahrscheinlich für euch eine riesige Überraschung. Also, Ruffy, du bist jetzt am Werk, ne? Toll, das ist ja auch wieder richtig geil. Ja. Nach 13 Runden steigt das Wasser übrigens, ne? Wo ist eigentlich dieser Minato her? Sag mir gerade nichts. Das ist der Vater von Naruto? Ach Gott, Entschuldigung. Schäm dich. Habt ihr alle Naruto-Namen oder was? Nee, das sind verschiedene Anime. Hallo? Was ist schießen? Leertaste? Leertaste gedrückt halten. Die Idee, die Rikos hat, ist gar nicht so dumm. Ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, da kommst du ja auch nicht mehr so leicht raus, oder? Oh. Ah, shit. Aber nee, das hat nicht so richtig funktioniert. Nein, nicht wirklich. So, Zellos, it's your turn. Wurst. Ja, Wurst. Mach das hier schon. Keine heißt Sorge. Der Wurst dein Charakter? Ja, natürlich heißt der Wurst. Was denkst du denn? Bist voll unkreativ, was Namen angeht. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja, du mit deiner Laserkatze. Ja, ich sehe schon. Hättest dich wohl für ganz coolen hier, ja? Nur weil ich hier zielen muss. Ey, der packt dir die Knarre aus, ne? Ja, alles dafür habe ich mexikanische Hüte im Gegensatz zu euch. Geodreieck parat oder? Oh. Das ist jetzt frei schon. Oh, wow. Was ist das? Wow! Nach 3 Schüsse hat er damit. Oh nein, 7 Schaden, das werde ich niemals überleben. Er hat sogar 4 Schüsse gehabt. Oder? Ja. Noch 4, ja. So, ja, Destroyer. Das ist ein Problem da, ne? Ich komme da gar nicht weg. Ja. Von Straw, Strawberry, Destroy, zerstören, verstehst du? Destroyer. Destroyer. Muss mal gerade gucken. Badumts. So schlecht. Aber irgendwo gab's hier doch diesen Bohrer. Nee, du wirst jetzt einfach da drin bleiben. Kommst du da nicht raus? Schweißbrenner? Nee, Schweißbrenner. Doch, Schweißbrenner ist das tatsächlich. Das würde ich den Barry eh mal fragen. Wie kommst du eigentlich auf dieses Spiel? Ich habe das früher mal gespielt. Vor ungefähr 10 Jahren, deswegen kenne ich das. Wieso und warum? Weil ich Worms mag. Achso. Worms ist auch cool. Ja, warum? Ja, ich kann Worms spielen. Ich habe Worms für die Switch, aber ihr nicht, oder? Können wir auch spielen. Ich hätte es für die Switch. Ja, das bin ich eh vorgeschlagen, das mal zu kaufen. Ja. Wo ist denn der Buschfunk wieder? Ja, der Buschfunk funktioniert nicht. Wir müssen vielleicht irgendwann mal eine Liste machen, welche Spiele wer hat im Multiplayer oder so. Ich glaube, wir müssen anfangen mit Dosentelefonen, Rikus. Ja. So ganz klassisch, weißt du? Ne, wir machen das mal nachher. Wir machen oder irgendwann. Jeder schreibt die Spiele in der Liste auf. Aber gut, wer ist jetzt dran von euch? Der Rikus. Ja, der schaut mich so böse an. Ich mag das nicht, was du da machst. Aber ich habe dieses Spiel damals mit Kumpels schon gespielt und ich fand es damals schon cool. Also es ist echt ein schönes Spiel. Warum ist das so gut, dass der Rikus? Ich habe früher wirklich viel Worms gespielt. Ja, okay. Spielen wir doch mal mit Dings. Ah, okay, mit Rück. Ja, aber du hast 2 Sprünge, oder? Hast du noch mit der Enter den Vorwärtssprung, glaube ich? Kann ja, das sein? Ja, genau. Enter vorwärts und Rücktaste. Rückwärts, also sich so hoch. Mit der Rücktaste, genau. Ich kenne natürlich keine Waffe. Ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen querbeet durch, ne?
Denkst du, das wird eine Aufnahme hier für die ganze Runde? Oder wenn Zellos weiter so langsam spielt, wird es eine Aufnahme, ja. Kann ich was dafür? Hallo? Nee, das kannst du ja nicht. Das war eigentlich tatsächlich nur motiv gefragt. Ja, wir gucken mal. Also ich versuche halt immer die Runden möglichst schnell zu machen. Kann ich doch nichts dafür, dass der Affe hier sagt, ja, spiel bei Hedgehogs. Hat keiner von euch gespielt, außer ich. Rekus hat doch auch früher Worms. Jeder hat früher Worms gespielt. Ja, früher, aber das war vor 20 Jahren. Ja, ich hab. Ja. Ich hab das vor ein paar Jahren mal gespielt. Aber das ist ein Mollo? Du kannst mir doch einen Mollo an die Oma haben. Ja, ich überlege noch. Und was ist mit mir? Was ist mit der Socke? Denk doch mal hier jemand an die Socke. Dehn die Socken aus, Junge. Nein! Oha. Seht ihr, wie gut ich in Worms bin? Ja. Was willst du? Weißt du, Wenn ich eines Tages mal vorhabe, mit ein paar Russen irgendein Lager hochzunehmen, dann nicht mit dir. So, ich kann mir hier auch mal dir. Ah, okay, ich erinnere mich an ein paar Waffen. Ja, du darfst hier so. Fallschaden gibt's ja, ne? Ja, in Worms gibt's Fallschaden. Wie viele Seile gibt es eigentlich? Das ist ein ganz anderes Spiel. Ah, ich merke schon, die ziehen mich ab, hey. Ach, man hat unendlich Seile. Ach, nee, 4, okay. Ich muss es mal ganz kurz schauen, was es so gibt. Totenbeschwörung. Gibt es hier sowas wie Airstrike? Ja, ist aber noch gesperrt, ist gesperrt. Ja, wahrscheinlich okay. Darfst du das ab Runde 5 oder sowas. Was ist denn jetzt hier? Mathematik, offensichtlich. Willst du dich dazu bauen oder was? Kannst du mal 2 gleich bauen, ist ja krank. Du Schwein. Boss, Baby. Baut ja, was soll ich da unten machen? Nach oben schießen, wenn mein eigener ist, macht ja auch keinen Sinn, oder? Doch. Ja, mein Zug geht weiter. Ja, dein Zug geht du kannst weiter. Aber den Zug auch abbrechen, indem du auf Überspringen machst. Also ganz unten links. Geht denn das? Sekunde? Sorry, ich bin noch ein bisschen. Hä, hey, das ist nicht funktioniert? Du musst dann noch die Taste drücken. Aber das ist, glaube ich, schon vorbei jetzt. Ich habe, glaube ich, schon verkackt, weil ich nochmal gelaufen bin. Okay, dann soviel dazu. Nee, du musst noch machen, sonst müssen wir. Wer ist denn dran? Ja, ich schau gerade. Okay, ich hab's. Was? 10 Runden bis zum Sudden Death übrigens. Ja, ich weiß. Was? Okay. Eiskalter Typ. Und wie soll ich jetzt hier rauskommen eigentlich, ja? Was soll denn eigentlich der Scheiß? Warum bin ich hier drin? Hey, Barry, das ist nicht fair. Was kann ich denn dafür? Nur weil ich gerne in der Hölle bin. Ja, du wirst jetzt sterben, sagt mir mein Gehirn. Ja, weil das sagt mir mein Nicht-Gehirn sogar. Drück mal Enter. Genau, drück mal Enter. Warum? Probier's mal. Okay. Soll ich das wirklich tun? Bist du sicher? Nee. Ja! Mr. Pickles ist. Hä, wieso hast du dich jetzt umgebracht, wie dumm? Ja, ich weiß doch gar nicht, was er da tut, Mann. Wie geil ist das denn? So, jetzt, wenn ich jetzt gut bin, kriegt Zellos. Ach, wobei, die gibt nur 50 Schaden, glaube ich, die bei so. Ich hab gesagt, Zellos, nein. Also, was soll ich wirklich machen? Hör mir doch mal zu. Nee, ich hör dir nicht zu. Ja, dann musst du sterben. Vertraue ja eigentlich dem Barry, der sich auskennt hier. Ich hab doch gesagt, mach das nicht! Du hast gesagt, drück mal Enter. Dann. Ja, eben. Oh, witzig. Guck, meine Boys sind alle schon verwundet und tot und wie auch immer. Ah, ich glaube, das macht Rekos. Aber gut, sehen wir ja gleich. Wieso springen denn noch so kurz? Na, du musst zweimal auf zurückdrücken. Ah, danke. Gib mir doch keine Tipps. Technische Tipps sind ja wohl völlig in Ordnung. Hallo, ich bin wenigstens hilfsbereit im Vergleich zu dir. Ja, hau mir den Baseballschläger eine über, komm. Mach ihn kaputt. Also, ja, Mann. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich lande dann auf der Mine, aber. Nee, ich dachte, du landest auf mir und das wäre für beide Parteien nicht so. Aber wenn ich tot gewesen wäre, wärst du wahrscheinlich. Oh, Zellos Boys ist dran. Ja, Zellos Boys! Der Hans. Was soll ich tun mit dem Rikus? Ja. Lass mal nimm mal eine Bohrkopfrakete. Geh nach unten und schieß mit der Bohrkopfrakete auf ihn. Nein, will ich aber nicht. Dann ist er aber tot. Die vertraut dir nicht mehr. Okay, dann eben nicht. Die vertraut dir echt nicht mehr. Ich hab doch gar nichts gemacht. Rikus hat doch gesagt, spring da runter. Nein. Ich hab das überhaupt gar nicht gesagt. Das werden wir in der Aufnahme prüfen. Okay. Ich möchte eigentlich zum Rikus rüber. Ja. Das Seil ist das skillabhängigste Item dieses ganzen Spiels. Ja, ich hab uns gezeigt, wie es funktioniert. Das ist total easy. Ja. Wenn sogar der Rikus das packt. Au. Aber schau auf. Jawoll. Aber wenigstens ist es nicht gestorben, hallo. Noch bist du nicht gestorben. Ja, also dein einer Kollege ist schon tot. Der auch.
Ja, ich habe genug Kollegen, die tot sind, also so ist es nicht. Wer? Oh, das war nicht schlecht, ah. Ja. Ja, ein bisschen. Hat gereicht. Ciao. Tschüss, Tellos. Rest in Pepperonis. Aber das heißt ja nichts, weil es hat ein Death verändert ja alles nochmal. Ja. Das halte ich für ein Gerücht, aber ihr könnt gerne... Du standest mit dem einen Wurm fürs Hatten Death eigentlich sogar relativ gut. So, was hat der Rikus vor? Er steht ganz, ganz als ob er nichts Böses will. Und dann setzt er natürlich einen Dynamit unter meinem Arsch. Ich bin tot. Und Zellos, wenn er nach links fliegt, ist Zellos auch tot. Wo bin ich? Ach Gott, da drüben bin ich. Aber ja, ist ganz cool, das Spiel, ne? Ja. Ja, ist ganz cool, wenn man mir keine Tipps gibt, wie ich mich selber umbringen kann, ja. Das war echt witzig, Rikus. Du hast ja noch reingeredet, du hast ja noch zugeredet. Ja, eben. Ja, wenn ich das sage, dann weiß der Zellos, das ist gefährlich, aber wenn du das sagst, dir glaubt er halt, ne? Ah. Wir sollten nicht immer nur auf... Ach, wobei. Ach, das war Zellos, 71. Ja. Ja, das macht maximal 75, das Dynamit. Ja, das ist mir egal. Man auch jetzt hier eigentlich hoch? Weil, ich muss mich erstmal wieder orientieren, fuck. Alter, als ob ich voll der Wormscrack bin, dass seine Kindheit mit Worms verschwendet hat. Hab ich ja auch nicht. Doch, hast du. Außerdem bin ich mega scheiße in dem Spiel. Ja, mega scheiße. Ich kann nicht dafür, wenn du noch beschissener bist. Ist das eigentlich erlaubt, dass der Rikus so gut ist in Worms? Ja, und Zellos ist tot. Ich hätte jetzt gelacht, wenn das mich verfehlt hätte. Ja, es war eine extra Clusterkanade, die ein bisschen ausgestreut. Wer ist jetzt dran? Zellos. Ja, ich. Die Socke ist nochmal dran. Ey, Socke! Wenn ich dir einen. Ach nee, du hörst ja nicht auf mich. Nee, ich hör auf dich sowieso nicht. Kannst du dich an mir rächen? Nein, Edward! Du kannst einfach eine Granate zu ihm reinwerfen oder die Schrotflinte nehmen, die macht 2x15 Schaden. Zumindest früher. Jetzt muss man erstmal in diesem wunderschönen Oberfläche erstmal den Scheiß finden, ne? Weißt du? Wo ist denn der Kack? Ah, Schrotflinte, gut. Okay. Aber, ja, wirst du gleich sehen. Rückstoß. Geh da hoch, geh da, nicht von da. Da kriegst du Rückstoß. Geh weiter nach links. Spring da mal hoch, genau. Das sollte ausreichen. Achso, du meinst so, okay. Hallo, Eben. Hallo, Eben. Und? Das reicht. Und jetzt treffen, dann macht das... Nein! Frieden! Let's. Irgendwelche letzten Worte. Ja, Eben, wir spielen heute mal ein bisschen Hedge Wars. Oh. Nein! Alphons Rechin! Ich komm wieder! Alphons Rechin! Doch, noch 6 Dragon Wars, dann kann ich ihn wiederbeleben. So, Team Erdbeere ist dran. Oh, da steht der Rikus gut da unten. Leider hast du nur 3 weitere Leute, also kannst du höchstens 4 Dragon Wars kriegen. Ja, scheiße, ha? Barry, bring dich doch mal selber um. Ja, bevor Barry. Das weiß ich noch nicht. Eigentlich will ich den da unten angreifen. Aber der ist unbesiegbar. Das ist das Problem. Ihn erwischen. Naja, das ist zu weit. Ich meine, der hat inzwischen 7 finale Formen. Was willst du gegen ihn machen? Verführung kann ich gegen ihn machen. Ich habe euch beide gar nicht verstanden. Der Ichigo, der hat inzwischen 7 finale Formen. Was willst du da noch gegen ihn machen, hallo? Oh, das wird nichts. Der geht voll gegen den Dreizack. Folge den 13. Och, scheiß Biene. Oder war das Absicht? Das sieht so stylisch aus. Nicht, dass ich dich gewarnt hätte, ne? Also. Rikus ist dran mit irgendeinem, den da. Werden so schnell beleidigend, die Kleinen. Keine Gnade mit den Jungs. Ja, ich bin leider scheiße in dem Spiel. Zellos ist noch beschissener und Rikus ist. Ihr habt mich nur verarscht, sonst hätte ich 2 Worms noch. Oh, fuck. Ja, geht doch noch. Alles gut. Noch lebe ich. Ja, geht doch noch. Zellos ist dran. Hä, da ist ja wirklich ein Dragon Ball. Ich dachte, ja, natürlich hat er einen Dragon Ball. Denkst du, ich Dragon Ball. Lüg dich an? Ja. Wieso gibt's hier Dragon Balls und seit wann? Das gibt's schon immer. Das ist mein Grabstein. Ach so. Ja. Na, egal. Wenn du mich angreifen willst, egal. Ja, du hättest auch links angreifen können. Es ist ein gutes Recht. Eigentlich greift man immer den an, der die meisten HP hat, aber egal. Überhaupt nicht. Man greift den an, den man am meisten hasst. Bei mir ist es der am meisten, den ich am meisten hasse. Also Rikus auch. Hui. Komm. Okay, dann muss ich erst Zellos töten vielleicht. Ja, aber nee, ich greife weiter. Ihr tötet mich bei jedem Spiel immer zuerst. Ich töte immer den, der die meisten HP hat oder der gerade doof steht.
Ja, für mich bist du der, wo da doch steht, weil du gesagt hast, ich soll Enter drücken. Ohne zu sagen, warum. Das hast du Rikos gesagt. Probier's doch aus, komm. So. Die Flachkekse, Alter. Obwohl, ne, das ist mit sowas kann. Ey, du bewirfst mich jetzt nicht mit Käse, oder? Ja, doch, er bewirft dich jetzt mit Käse. Die alter Limburger, was gibt's denn hier für Waffen? Ja, Limburger ist halt gefährlich, ne? Was soll man sagen? Okay, das war scheiße. Ja, das war scheiße. Ja, Feuerwerk! Da halt doof. Ja, nicht schlecht. Hatte. Wie wär's eigentlich mit dem. Ja, ich streng mich an, ihm. Wie wär's eigentlich mit dem Destroyer? Ja, vielleicht können wir den mal hier aus der Höhle holen hier. Was ist denn das? Tja, da kommt man nicht durch. Der ist nicht eingesperrt, ne? Das ist krass. Ja, da ist Cut. Das ist so ein Camper, Alter. So eine Campersau. Dann hol dir doch das Medipack da oben. Gönn dir. Könnte jetzt riskant werden? Oh, bist du verrückt? Das ja, könnte okay, funktionieren. Ja, könnte funktionieren. Na, aber sein Ausgang ist zumindest mal von einem Dreizack bespickt. Halte den Dreizack. Dreizack. Hallo, Simbok. Oh, scheiße, die Mine. Ah, oh, komm. Simbok, was geht? Wie heißt denn das Spiel, das ihr mal mit Sob gespielt habt und das so ein bisschen ähnlich war, ihr Idioten? Das war, Panzer, wie heißt das nochmal? Shellshock? Shellshock, genau. Shellshock, aber da gab's ja. Level, deswegen war das doof. Habe ich das mit der Waffe eigentlich auch bekommen, das Ding da? Was denn? Wo bist du denn? Achso. Das Medipack hier. Nee, du musst schon ranlaufen, glaube ich. Oh. Aber laufen ist anstrengend. Du kannst dich auch mit einem Ninja-Seil hochschießen. Shellshock Live war eigentlich auch ganz cool, nur das Problem bei Shellshock Live war, da konnte man sich nicht so leveln, viel bewegen und das Leveln war halt ziemlich doof. Wenn man das ausschalten könnte irgendwie. Oder ihr müsstet halt mal hochleveln. Probier's mal, ob du rankommst mit dem Seil. Ob du. Wuhu! Genug Schwung geht es. Nice. Oder ein bisschen Engine ausnutzen, tatsächlich. Ah, kann ich mich darüber schwingen? Könnte das funktionieren? Oder mache ich da einen Fehler? Das findet ihr bei der nächsten Folge Dragon Ball Z raus. Ach, scheiß drauf. 97. 97%. 98%. Iben hat nicht so gut geschlafen, sagt er. Das ist aber nicht schön. Nee. So, schieß ich damit schon eigentlich? Anscheinend ja. Ja. Bombs away! Bombs away! Woo. Ja, der ist tot. Ja, ich hab Barry getötet. Mingo, uns geht's ganz gut. Außer, dass ich die Typen hasse, da diese beiden. Die haben gesagt, ich soll Enter drücken. Und dann war das weiter. Ich bin gestorben. Außer, das geht's mir gut. Danke. Arcellos, du musst echt doch lernen, dass man immer den mit den meisten HP angreift. Ist das Worms? Nein, das ist. Wie heißt das Spiel? Hedge Wars, so ähnliche Worms. So eine Kopie davon, so ein Klon. So ähnlich, ja. Also, das gleiches Prinzip, ähnliche Waffen, andere Tiere. Igel statt Würmer. Quasi. Ja, das sind die langsamsten Igel der Welt. Also nicht zu verwechseln mit Sonic. Barry, ich käse zurück, ne? Ist es die Banane oder? Wolltest du jetzt etwas schmelzen? Ich wollte ihn vergiften. Okay. Das hat nicht funktioniert. Wie du siehst, hat das nicht funktioniert. Geklappt. Nee. Ja. Einfach inkompetenter Kerl. Rikus, du bist dran. Ja, ich überlege gerade, was ich hier so Schönes machen kann. Nächste Runde stellen wir die Zeit definitiv auf 60 Sekunden. Das dauert mir alles viel zu lang. Was? Kann man von den Luftschlägen die Richtung ändern? Nein. Nee, leider nicht. Nur in die Richtung. Wieso macht ihr denn alle auf mich Luftangriff, ihr Penner? Na, weil du so weit oben stehst. Ja, eben. Seht ihr unten? Dann spiele ich gleich richtig dreckig. Ja, dann machst du sonst die ganze Zeit. Ach so. Ja, voll Penner. Oh, cool. Das ist ja mal nice. Ja, das war cool, ne? Hopp. Hopp. Ich möchte den Dragon Ball haben. Finde alle sieben Dragon Balls. Und deine Wünsche werden wahr. Ach Gott, schön. So, müsste ich jetzt hier nur noch springen. Hetschala. Di-d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 i. Hört auf zu singen! Führt dich zu den Dragon Balls. Ich vermute, dass Barry zu viel. Ja, ich hab zu viel Mitgefühl mit denen, deswegen schieße ich immer daneben. Ja. Das war das Ding. Die Kraft, die tief in deiner Seele wohnt. Okay, wie hab ich da. Wow, okay. Was tut der denn? Ja. Ich möchte anmerken, ich hab die Zeit am Anfang hochgedreht, damit wir keine Probleme haben, die Aufnahme zu starten. Aber die Jungs nutzen das gerade ganz schön aus. Das hab ich denn bitte getan? Bist du das nicht gerade?
Ich bin immer fix. Das ist übrigens gerade eine Lernphase, du Arschloch. Nächste Runde ist die Zeit 30 Sekunden. Ja, das ist okay. Ja, ist okay. Oh, da kann ich mir einen Apfel schälen in der Zeit, wo Zellos versucht, einen abzuschießen. Na, lass doch, warum bist du jetzt so kritisch? Du bist doch ein Arschloch, gell, gerade, ne? Weil er mich die ganze Zeit angreift. Nur weil du verlierst. Natürlich. Nur weil du verlierst. Ich verliere doch gar nicht, bisher zumindest. Ja. Weißt du, für andere gibt's eine Lernphase, ne? Und dann sagt ich sie direkt dann. Natürlich gibt's eine Hassphase und die ist jetzt erreicht. Wie hast du den Bauträger verlängert, Rikus? Drehen, mit links und rechts. Warum erzählst du das Thema auch noch, ey? Ja, Technik wird immer gesagt, sowas. Ne? Okay. Also, deswegen haben wir dir auch gesagt, wie man springt. Ja, danke. Danke. Ich könnte es immer noch weitermachen, oder was? Ja. Was ich ein bisschen doof finde, tatsächlich. Weil du kannst ja nicht wirklich was machen, außer Luftschlag oder irgend so ein Scheiß. Wieso überrascht mich das gerade nicht? Ich muss einen Weg. Das war vielleicht mal eine Frage, welche Nationalflagge hast du da eigentlich gewählt? Irgendeine afrikanische, keine Ahnung. Das sieht ja jamaikanisch-mäßig aus. Nee, Jamaika sieht anders aus. Okay. Da ist schwarz mit drin. Gambia oder sowas? Keine Ahnung. Ghana vielleicht? Barry ist salty, ich bin überhaupt nicht salty. Barry ist übelst salty, ey. Ja, natürlich. Total salty. Und auch noch ein Troll, Alter. So ein richtiger Troll. Ich weiß nicht, was die Waffe hier macht. Ich finde die total interessant, aber ich... Das ist ja, gut, ich kann hier eh nicht viel machen. Ich mach mal so. Ja. Der Barry hat sich dazu gebraucht. Was? Ja, das ist ihr Job. Das Problem ist gerade, obwohl ich hab's eben schon mehrmals angesprochen. Ach so? Oh, uff, ich! Oh. Ah, das bin ja ich. Hubidu! Sorry, das sind. Das ist eigentlich ein Witz, wie lange wir dich noch haben leben lassen, Zellos, ne? Was ist denn du für ein Problem jetzt? Nee, ich find's interessant, dass du noch lebst, obwohl du schon so lange auf ein paar HP rumdümpelst. Ja, ich find interessant, dass du noch lebst, obwohl ihr mir eigentlich schon gesagt habt, wie man sich selbst umbringen kann. Also, Barry, du kannst da auch runterspringen, ne? Ja. Ja, du benutzt doch mal Enter. Weißt du, wie das geht? Problem ist, ich komme hier gerade nicht wieder raus aus dem Ding hier. Ja, dass sich das selbst, dass dein eigenes Grab geschaufelt quasi. Du kannst da unten. du kannst da unten jetzt eine Ameisenfarm machen. So. Guck mal, da hat eine Ameisenfarm da unten. Voll toll. Ja. Ja. Weißt trotzdem nicht, was du machen sollst. Doch, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss nur die Mine finden. Achso. Ja, I will see den. Eine Mine? Eine Mine! Bleib liegen! Götter Balin würde uns einen fürstlichen Fang bereiten. Ah, fuck. Hat nicht funktioniert. Also, ja, das ist, nützt halt nichts, ne? Ich komme hier halt nicht durch. hat er gesagt. Ja, das mit der Dave-Community habe ich mitbekommen. Das, was für eine Community? Ihr müsst Phoebe mal schreiben und dann liest ihr es euch durch. Phoebe, schreibt mal in den Chat, was ihr gemacht habt. Guck mal, was der Rikus hier für Skandale macht hier. Ja. Hast das Loch einfach erweitert, ne? Ich hab keinen Bock auf dieses Versteckspiel, jetzt raste ich komplett aus. Liegt da jetzt irgendwas rein? Ey, wenn du jetzt durch diesen Spalt dann durchschießt, ne, dann... Das geht da nicht durch. Was sagen, was ihr nicht ich hat. Möchte nur noch mal darauf hinweisen, Zellos, dass wir Rikus angreifen müssen, sonst gewinnt der Haus hoch. Na, aber das ist doch nicht schlimm. Macht er doch schon so, oder nicht? Dachte ich eigentlich. Weiß ich nicht. Wenn du mir nicht gesagt hättest, wie man sich selbst umbringt, dann hätte... Das hat Rikus gemacht, der bringt dich die ganze Zeit gegen mich, damit er die Runde gewinnt. Ja, meine mache ich. Ausgezeichnet. Nimson! Ja gut, der ist im Prinzip RIP, der Wurm. Ja. Kamikaze? Ja, du könntest dich ja umbringen, genau. Ja... Könntest du auch Snooze Barry, wir haben die Sekunden nicht so hochgestellt, damit du die ganze Zeit rumläufst. Ja, ich such die ganze Zeit den Schweißbrenner. Es tut mir leid. Was brauchst du immer so lange, ey? Mann. Echt, ey. Du darfst nicht nochmal drücken, du musst einfach laufen lassen. Aha. Oder war das dein Plan so? Das war mein Plan so. Ja, jetzt hat er sich ein Kackloch gemacht. Ist hier so ein Superschaf eigentlich? Das ist hier, glaube ich, der Vogli. Wie? Oder? Nee, keine Ahnung.
Kann ich dir nicht beantworten. Das dauert es halt deswegen ein bisschen lange, weil ich nicht kenne die ganzen Dinger. Ja, ach, das jetzt? Transportiert dich, glaube ich, ne? Ja. Wie jetzt? Du bist jetzt ein Space Eagle. Verdammt! Das war jetzt ein bisschen schnell. Ja, ja, gedrückt. Schieß in das Loch. Ja, Totenbeschwörung, ja lol. Ey. Danke für diesen wunderbaren Schweißbrenner. Was hast du? Ein Schweißbrenner? Ja, läuft bei dir. Warum gehst du eigentlich in das Loch da rein? Mein Freund. Damit er mich von oben nicht abschießen kann, war der Plan. Achso, jetzt müsst ihr das. Kuchen? Barkuchen! Damit siehst du gleich die Waffe, mit der du von mir getötet wirst, Rikos. Oh. Leider tötest du mich vorher damit. Ich hab dich nicht verstanden, wie wieder? Das ist die Waffe, mit der ich vorhabe, dich gleich zu töten. Achso, aber mach das doch nicht. Doch. Mit der Torte? Ja. Warum eigentlich wieder übrigens, Torte? Es steht da dran, an dem Kuchen steht dran, the cake is not a lie. Ja, cake is not a lie. So ist es. Soll ich mal ja, eben. Zum Barry machen? Ja, komm, ich mach mich auf den Weg zum Barry. Hey, Barry! Komm her! Ich krieg dich! Bin deutlich über. Yeah, ich bin deutlich über dir! Ja, ich habe auch richtig schön hier Schaden gemacht. Ach, Zellos, das war mir. Na egal, du kannst es nicht wissen. Machst du schon mit deinem Zug? Jetzt hat Rikos gewonnen. Warum denn? Weil ich den Kuchen nicht mehr einsetzen kann, um den zu töten. Warum? Du bist selber schuld. Ach, weil du oben die Lücke gebaut hast. Richtig! Aha! Ach, Zellos. Aber Barry, das gehört uns im Spiel dazu. Nein. Ja, eben. Doch. Nein. Das heißt, ich versuche übrigens gerade im Chat mitzukommen, aber ich schaff's nicht. Das ist zu viel Text. Ich kann nicht lesen. Du kannst nicht lesen? Schreib dich nicht ab, Rikus. Ja, lesen und schreiben. Warte, ich guck mal kurz, was die gucken da tun. Vielleicht. Rumkakelen die Leute. Ein Kuchen. Ja, das wird nix. Das ist ja voll geil, das Ding. Ich glaube, die geben Beziehungstipps irgendwie im Chat. Also, das war nichts für uns. Bam. Ui, da brennt's. Hey! The Dragon Ball hat sich bewegt. Hör auf damit. Weil hätte Zellos die Wand oben nicht kaputt gemacht, hätte ich mit dem Kuchen direkt zu Monkey Ruffy fahren können, den nach explodieren lassen können zwischen dem Fass und dann wäre er tot gewesen. Rikus, merkst du, wie kritisch er mit mir ist die ganze Zeit? Ja, ich weiß auch nicht, was er hat. Ja, ich weiß nicht, hat er schlecht geträumt oder hat er seinen ersten Kaffee nicht gehabt? Oder doch. Seinen zweiten? Mein dritten nicht. Ah, das daran liegt wahrscheinlich. Oh, das ist der Vorspann hier. Worms ist halt ein Spiel, was mich immer aggressiv macht. Hey! Ey, was willst du? Sandef! Nein! Oh, schön. Ja. Soll ich mich wieder hochbohren? Kann ich das eigentlich? Weiß ich nicht. Versuch mal den, Das UFO? Nee. Dann versuch dich mal zu dem durchzubohren. Ey, wird nicht geteamt. Ja, sonst haben wir aber verloren. Ich mag aber bohren. Ja, komm, ich bohr mal. Hey, Chris, komm. Komm, ich bohr mich zu dir rüber. Ja, komm. Hallo. Au. Du Arschloch. Lass mal ein bisschen kuscheln hier in der Ecke. Ja, ich kann gerade schlecht auf den Chat eingehen. Ich hoffe, ihr unterhaltet euch gerade selber. Aber es ist ja, hier das sieht auch so aus, als würden die miteinander quatschen. Wir würden miteinander quatschen. Das ist okay. Die reden über Beziehungen und. Wer ist dran? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Der Barry natürlich. Haha! Zum kleinen Superhelden. Hoffentlich funktioniert das. Ja, noch ein bisschen? Okay, jetzt komme ich langsam mit dem Chat. Ich finde es ein bisschen amüsant. Ja. So, was macht Wirtschaft jetzt nicht zu tun? Ja, schieß da drauf! Ja, drück die Leertaste. Ja. Aber nicht mit dem Seil. Oh. Komm, berühre irgendwie die Mine. Komm schon. Wie der Rikus überlegt. Wie komme ich an den Barry, an den Destroyer? Was ist denn Mörser? Oh Gott, ist ja übelster Wind. Das kann ich nicht machen.
Juhu! Grubbel! Hallo! Tschüss! Oh Gott, Lava! So, also mir ist das eigentlich recht, wenn du dich umbringst, ne? Also. Jetzt müsste Zellos dran sein, ne? Ja, ich bin dran. Ich nehme, glaub, wieder meine Schroti. Ich geb dem voll in den Arsch. Hasta la vista, Baby. Lebt der rechts Rikus eigentlich noch? Ja, der lebt auch noch, der 21, okay. Was denn? Der lebt noch? Der rechte Rikus ist nicht rechts. Das ist eine schlechte Angewohnheit von dir, sowas zu sagen. Ich geh zum Dragon Ball. Ich mag den Dragon Ball. Barry, Frieden? Nein. Außerdem habe ich noch 3 Züge zu leben, von dem ich bleib ganz entspannt hier. Du bleibst bei 1% hängen. Das heißt, du verlierst dann nicht mehr HP. Was? Bullshit. Deswegen ist Sudden Death so unfair. Ja, ist es auch. Da muss ich ja sogar von da weg, ey. Das geht ja gar nicht. Lebe? Oh. Der lebt noch? Er lebt mit einem HP. Oh, so Penner. Ja. Gerechtigkeit. Jetzt bin ich mit dem dran, na toll. Ja. Was gab's bei uns zu essen heute? Ich habe mir ganz schlecht aus Zeitgründen fertig Currywurst mit Pommes geholt. Richtig eklig. Lecker, lecker. Was habt ihr so gegessen? Hotdog habe ich gegessen. Auch so fertig Krams. Chili Chipotle Soße. Nam, nam, nam. Das ist voll dumm jetzt eigentlich hier. Was hat Rikus gegessen? Was hat Rikus gegessen? Ich habe einen gebackenen Feta mit Tomaten und Zwiebeln. Also das ist ja schon ein Joghurt mit Honig, Weintrauben und Nektarinen. Alter, was, wie bist denn du unterwegs, ey? Gedünstetes Kohlrabi mit Erdnussbuttersoße. Erdnussbuttersoße. Was ist das denn? Wasser. Junge, hast du ein Schwein? Was denn? Ich bin hier voll entspannt. Hat's gerade so nicht gereicht. Du hattest fast einen Dragon Ball hier in den Boden befördert hier. Das geht nicht sowas. Übrigens, du musst jetzt Barry angreifen, ne? Der ist Erster. Das stimmt ja, nicht, klar. Der hat 2 Würmer. Das ist egal. Ich mein Igel. Ey, ich komm hier raus. Irgendwie. Boah, stark. Ja, ich kann hier springen, Junge. Oh, Alter, ich bin hier gleich draußen, Junge. Ey, das ist ein richtiger Ninja. Ninja-Igel, pass auf, das ist eine Mine. Oh, oh. Pass auf, eine Mine! Wuh, ich hab's gerade noch gehört. Deswegen hab ich die da ja hingelegt. War gar nicht so dumm. Das war unfair. Denk doch mal jemand an den Zellos hier. Ja, der macht das aber wirklich nicht schlecht hier, Alter. Ja, ich geh hier weg hier. Ciao. Ich will hier weg. Aber wie kann man denn hier raushüpfen? Das wird schwierig, da rauszuhüpfen, denke ich. Dann komm schon. Ah, ich war doch vorhin oben drauf. Ja. Gut, okay. Nein! Oh, sobald man da links steuert, ist ja. Okay, ich möchte ja nicht rumwerfen. Ja, ich weiß, ich nehme das Seil. Ja, könnt mich mal, ey. Blöden Säcke hier. Mach einen auf Yassi gleich, ey. Juhu! Das ist ja lustig. Warum auf Yassi? Ja, weil Yassi immer ein bisschen so sagt, ihr Säcke. Ihr könnt mich mal. Und jetzt? Was für Nudeln hast du dir denn bestellt, Eben? Oh, Nudeln? Geil. Nice. Ich glaube, der trifft Rikus ziemlich gut. Ja. Nein, der trifft ihn gar nicht. Nee. Wir hängen am Boden. Das war aber knapp. Der Gedanke war da, aber. Wer ist der Run? Muss der Rikus jetzt sterben? Ungerechtigkeit. Einfach nur alles ungerecht. Kannst du doch nicht machen. Nein! Frieden? Ja. Ich gebe auf. Am Arsch, Frieden. Ey, nein! Du kannst das wollte ich nicht, scheiße. Töten mit einer Pistole. Das geht nicht. Ich hatte ja eine Schrotflinte. Ja, trotzdem, das geht nicht. Wieso nicht? Ich hab's ganz deutlich gesehen, du hast ihn in die Eier geschossen. Das darf man nicht. Wieso nicht? Das ist Gummi. Das geht nicht. Wo Mario, ihr Imitat. Was hat er eigentlich hier vorgehabt gerade? Ich glaube gar nichts. Nö, hatte ich auch nicht. Okay. Dann haben wir jetzt hier noch den kleinen Ichigo, der hier vor sich hin brutzelt. Ah ja. Denkst du wirklich, das geht? Gibt es eigentlich bei dem Spiel hier Windmechanik? Ja. Natürlich. Unten rechts. Ah, okay, verstehe. Das war die Anzeige. That geht the way, base. Oh. Was machen wir mit dem Barry?
Töten! Töte ihn nicht, er ist doch charmant und liebenswürdig. Er ist ein verdammter Lügner. Verdammter Lügner ist das. Glaubst du, dass du nicht gegen die Kante schießt oben? Nee, das ist... Porte? Das wird auch nicht gehen. Sag ihm das nicht. Durchlaufen. Doch, er wird dich ja töten. Du musst dich ja ratschlagen. Ein Ratschlagen. Kann man eigentlich mit dem Scharfschützen da durch die Wand? Ich glaube nur begrenzt. Also der schießt dann wahrscheinlich durch. Warte, ich nehme mal ein Lineal. Kann das sein, dass du dich jetzt durch einen Rückstoß selbst triffst dadurch? Das könnte sein. Das weiß ich aber wirklich selbst. Weiß ich wirklich nicht. Ah. Geht anscheinend doch nicht durch die Wand. Glück schon. Aber man hat anscheinend zwei Schüsse. Finde ich lustig. Warum hat man eigentlich mit dem Scharfschützengewehr zwei Schüsse? Ist ja fast doof. Ich mag Knoblauch. Mich stört das nicht, Eben. Ich mag auch Knoblauch. Knoblauch ist super, Alter. So, und da ihr eure ganzen Luftangriffe am Anfang schon verbraucht habt. Ja. Loser. Kann die nicht anders treffen. Ja, ist auch so. Nein, ich treffe ihn nicht! Wirklich nicht? Nein! Entschuldigung, aber. Guck mal, jetzt hat er den Reizer kaputt gemacht auch noch, ey. Was soll das eigentlich? Einfach frech sowas. Mach den schönen Reizer kaputt. Toll, jetzt ist ja übelst Gegenwind. Was soll ich denn da machen? Ja, dann. Töte dich! Kamikaze und so. Ja. Ja. Ja, was hab ich denn jetzt noch? Ich hab überhaupt nichts mehr. Alle meine guten Waffen sind verbraucht. Ja, ich kann die. Also, die Waffen kann ich alle nicht schießen, weil die. Vom Wind beeinflusst werden. Ich kann es höchstens so versuchen. Wirf eine Granate direkt ein bisschen nach vorne nach vorne hoch und dann kommt die mit dem Wind zurück. Oh, die ist gar nicht so schlecht. Die trifft mich, glaube ich. Ein Millimeter hat gefehlt, quasi. Oh. Das war schon ein bisschen gemein jetzt, muss ich sagen. Das war schon nicht schlecht, ja. Ah. Ich glaube, den Rikus, den Barry kann ich eigentlich ignorieren, weil der steht da so weit unten da. Kannst du nicht den Barry ignorieren? Doch, ich ignoriere den Barry jetzt. Aber der kann da einfach hochlaufen. Dann ist es richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Was habe ich denn noch für schöne Waffen hier? Seid ihr so fies zu mir? Liebe! Ich werf den Limburger hier nach Rikus. Mach doch. Ja, ich weiß nicht, wie der funktioniert, sonst würde ich dir Tipps geben. Ich glaube, der kann mich nicht töten. Höchstens das Gift. Oh, dabei doch, das ist eine gute Idee. Wenn du so wirfst, das könnte ihn vergiften. Aber das wird leider nicht weit genug getragen, glaube ich. Nee, das ist verpufft an der Wand. Oh, oh. Verdammter Lacker, ey. Bin ich jetzt dran? Ich glaube ja, ne? Ja. Oh, Alter. Das ist dann wohl mein Ende, oder? Ja. Also wenn du dich jetzt ein halbes Zentimeter das ist dein Ende. Links bewegt hättest. Ende! Außer ich bin dumm, das kann aber durchaus passieren. Du weißt schon, dass es jetzt hier Wind gibt, ne? Nee, die werden nicht beeinflusst. Ach, meinst du? Au! Wow. Bankai! Juhu, zweiter Platz! Nicht schlecht! Dass Zellos immer noch lebt. Der gewinnt jetzt wahrscheinlich. Ich gewinne natürlich jetzt auch. Außer er trifft mich jetzt nicht, dann... Ja, ich glaube, ich bin nächste Runde tot. Wow, geil. Das war eine schöne Reise mit dem UFO hier. Habt ihr gesehen? Ja. So. Keine Waffe ausgewählt. Ja, das war quasi schon der Verbrauch. Ja, klasse. Oh. Wenn du drehst, wird's größer, ne? Wie drehe ich das? Mit links und rechts. So. Ah! Oh, ah. Ich finde das immer so krass, wenn man so viel Smacks isst eben, dann riecht das auch immer so krass im Urin, finde ich. Ja, ich mag die Smacks überhaupt nicht. Also diese Glocks Smacks. So, das trifft er wahrscheinlich sowieso nicht. So, dann kann ich mal versuchen, ob ich den zufällig treffe. Ich denke, würde das einfach auf absaufen, würde ich vermuten. Ja, ich glaube, ich bin eh tot. Bist nochmal ein paar nicht? Oh! Ja, das ist gut. 13. Und ich hab gewonnen. Ciao. Ich hatte gehofft, dass ich überlebe und dann war mein Ziel, mich nach oben rechts jetzt zu porten. Ja. Gut, ich muss schnell abmoderieren, weil schwarzes Bild ist. Glückwunsch an Zellos. Bis bald. Ja, gut gemacht. Tschüss. Ja. Tschüss.